Einen schönen Fußballabend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, aus dem Budapester Nebstadion. 76.000 Zuschauer erwarten das Semifinalspiel im Europacup der Landesmeister zwischen Újpest oder in Sofia bei den Auswärtsspielen. Es ist ja auch eine andere Situation. Zum ersten Mal spielen die Bayern das erste gewinnen. Der Freistoß wird auch ausgeführt für Újpest. Schwarzenbeck wird verarztet, das Spiel geht weiter. Noschko, Bene weicht überall hinaus, nur um Beckenbauer zu entgehen. Zu seiner Ehre sei aber gesagt, er macht das beinahe in jedem Spiel. Es zählt zu seinen Spezialitäten. Rechts, links.
in jedem Spiel, es zählt zu seinen Spezialitäten, rechts, links auszuweichen, um Platz zu schaffen, um gefährlich zu werden. Bene, Kellner und Hansen. Eckball für Újpest zu Beginn der 70. Minute und hinten kommt wieder Schwarzenbeck, war also nicht so arg. Meier. Jetzt haben sie ihn wieder auch im Bild, Nummer 4 Schwarzenbeck, also wieder im Spiel. Bene, Fazekas, Schuss von Fazekas und mit einer Hand abgewehrt von Sepp Meier. Schön hat er diesen Ball an sich gezogen. War gar nicht leicht, ihn abzuwehren. Ganz gut angetragen. Beckenbauer. Für die Bayern steht mehr auf dem Spiel, wenn man es von der finanziellen Warte sieht. Breitner. Jeder Bayer erwartet ungefähr 20.000 D-Mark, sollte er in das Finale des Europapokals der Landesmeister, das am 15. Mai in Brüssel stattfindet, kommen. Das sind so rund 150.000 Schilling, also dafür zahlt sich schon aus zu gewinnen. Und die Bayern müssen so hohe Prämien aussetzen, vor allem deshalb, weil sie ja mit einem enormen Budget zu kalkulieren haben, einem Budget, das einen Europapokal, das ein Vordringen im Europapokal voraussetzt. Bei Bayern werden so im Jahr rund 80 Millionen Schilling umgesetzt. Hansen, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, noch immer Breitner, er gefällt mir ausgezeichnet, ausgezeichnet deshalb, weil er so schön die Positionen wechselt, weil er der Initiator für ein bewegliches Spiel bei Bayern ist, er zwingt die anderen zu rotieren, wieder Breitner, Schuss von Breitner, der ist schlecht ausgefallen. Ist ihm etwas abgerissen, dieser Ball. Jedenfalls diktiert wird im Augenblick das Spielgeschehen von Bayern München, von der führenden Mannschaft, 1:0 seit der 64. Minute. Bei Újpest kommen gewiss einige Spieler nicht an ihre besonderen Leistungen heran. Und das in erster Linie Fazekas mit der Nummer 10 enttäuscht heute, ist nicht der Spielmacher bei Újpest. Dunaj. Dunaj für Hajani. Meier. Merken Sie vielleicht einen Unterschied bei den Angriffen von Újpest zu jenen von Bayern? Wenn Újpest angreift, dann staut sich alles. Dann wird alles auf engstem Raum gespielt. Dann kommt es zu einer Staffelung. Wenn die Bayern angreifen, so wie jetzt, dann ziehen sie das Spiel auseinander. Uli Hoeneß. Und da kommt links Dürnberg und Müller. Müller, das sind Chancen, die er sonst verwertet. Gerd Müller im Liegen hätte er beinahe noch einen Nachschuss angebracht in der 77. Minute jetzt, dass ich es rausbringe. 77. Minute, erste Chance für Gerd Müller im Fall. Naja, so hat er oft seine Torchancen.
Horvat. Horvat für Dunaj. Noschko. Auch ein wesentlicher Unterschied. Die Außenverteidiger können bei Újpest das Spiel nicht gestalten, so wie es Breitner und auch Hansen bei den Bayern tun. Bene, jetzt eine große Chance. Und im letzten Moment Beckenbauer. Beckenbauer lässt Bene zumindest bis jetzt, bis zur 74. Minute, kein Tor erzielen. Bene. Ja, hier gibt es Stürmerfoul, also Freistoß für die Bayern. Eine Enttäuschung auch bei Újpest. Fekete, dieses vielgepriesene Talent. Fleischhauer ist er vom Beruf, einer der wenigen, die Zivilberufe ausüben bei Újpest. Eine Mannschaft der Exekutive, angeführt von Oberleutnant Bene. Fekete und Meier steht glänzend. Meier fängt sicher einen Rückhalt für eine Mannschaft. Újpest hat auch bisher, jetzt geht Dürnberger, Dürnberger, im letzten Augenblick gebremst worden jetzt von Horvat. Horvat hat sogar zum Zeichen der Schuld die Hand gehoben, aber der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Fazekas, Schuss von Fazekas. Eckball für Újpest. Újpest, so wie Bayern München auch, eine Heimmannschaft im Europapokal. 12 Mal haben sie bisher zu Hause gespielt, 9 Mal davon gewonnen, nur 3 Mal unentschieden und noch nie verloren. Das könnte also die erste Niederlage werden, die erste Heimniederlage im Europapokal. Beckenbauer. Schwarzenbeck. Gegen dieses Duo Schwarzenbeck und Beckenbauer hat es Bene sehr, sehr schwer. Elegant gemacht von Torstensson jetzt für Hoeneß. Müller, das ist ein Tor. Nein, man muss es sagen bei Müller, wenn er eine solche Chance hat, muss man schon Tor im Vorhinein sagen. Aber vielleicht habe ich es verschrien. Müller hat nur die Außenstange getroffen. Meier. Im Augenblick spürt man so etwas wie Resignation bei Újpest. Kapellmann. Aber vielleicht kommt noch die Schlussoffensive, die ja zumeist von Heimmannschaften bei solchem Spielstand initiiert wird. Hoeneß. Unsicher Tormann St. Mihai, der 35-jährige Keeper. Sicher, seine Höhepunkte sind schon vorbei. Sambo. Fazekas. Breitner und Schiedsrichter Gonella muss nicht einmal auf die Abseitsanzeige seines Linienrichters reagieren. Breitner hat ihm die Arbeit sozusagen abgenommen.
Tod. Tod für Fekete. Und zum ersten Mal schien mir Meier etwas auf der Leitung zu stehen. Kapellmann. Noch 12 Minuten zu spielen hier im Nebstadion. 1:0 für die Bayern. Breitner jetzt in der Position eines linken Angreifers. Dürnberger. Dürnberger für Müller. Heute stolpert er nicht so erfolgreich, Gerd Müller. Kellner. Kellner spielt heute das erste Spiel als linker Außendecker. Peter Juhas ist verletzt und der Mittelfeldspieler musste in diese Position zurückgehen. Auch Kola steht nicht zur Verfügung. Deshalb spielt Nosko rechter und Kellner linker Außendecker. Zehn Minuten sind noch zu spielen. Zehn Minuten in diesem ersten Semifinalspiel im Europapokal der Landesmeister. Das zweite Match bestreiten ja bekanntlich Celtic Glasgow und Atletico Madrid um den Einzug in das Finale, um den Einzug in die Entscheidung. Ja, eine gute Möglichkeit für den bärtigen Sambo. Sambo, ja, schlechter Pass. Im Abschluss und ich möchte fast sagen, eine Stufe vor dem Abschluss, eben dann, wenn der entscheidende Pass zu machen ist, dann versagen die Ungarn heute hier im Nebstadion. Kellner. Von der Nummer 4 von Kellner und wunderbar vollzogen von der Nummer 10 von Fazekas. Fazekas gleicht also in der 82. Spielminute aus. 1:1 hier im Nebstadion. 1:1 nach einem Fehler von Beckenbauer muss man registrieren. Und zwar hat er den Ball rasiert, hat den Pass von Kellner nicht abfangen können und Fazekas wenig Mühe allein vor dem Tor stehend, also diesen Ausgleich zu erzielen. 1:1, 1:1, dass dieses Match sicher noch dramatisch machen wird. Aus ist es mit Sicherheit für die Bayern und los geht es bei Újpest. Auf Abseits ist entschieden worden und deshalb Freistoß für die Bayern. Warten wir, ob es nicht nur ein Aufflackern von Újpest war, ob sie wirklich zu einer Schlussoffensive in der Lage sind. Ein Ausgleichstreffer, der nun, sagen wir, auf ähnlich billige Art zustande gekommen ist, wie der Führungstreffer von den Bayern. In beiden Fällen Abwehrfehler. Abwehrfehler haben eine Partie, die lange Zeit 0:0 stand, auf 1:1 erhöht. Nosko.
Müller. Müller für Dürnberger. Foul von Horvath. Freistoß für die Bayern. Müller hätte es vor den Beinen gehabt, einen entscheidenden Vorsprung für Bayern herauszuschießen. Kapellmann hat Müller angespielt und Noschko. Todd für Bene. Schwarzenbeck und Beckenbauer dabei. Linienrichter, glaube ich, hat ein Foul angezeigt. Foul an Bene. Müsste also Freistoß aus relativ gefährlicher Distanz für Újpest geben. Jawohl, Freistoß für Újpest. Noch 6 Minuten zu spielen, Spielstand 1:1, Bene. Fekete für Sambo. Sambo für Fazekas. Fazekas der Torschütze, aber sonst enttäuschend. Und zu dem Tor, zu dem ist er eingeladen worden. Beckenbauer. Jetzt versucht er das Spiel zu beruhigen in seiner typischen Art, wieder unter Kontrolle zu bringen nach diesem Schock, nach diesem unvorhergesehenen 1:1 Ausgleich. Sambo, kaum ein entscheidender Pass ist von ihm heute angekommen. Darüber kann auch diese Drangperiode jetzt nicht hinwegtäuschen. Újpest sicher nicht in der erwarteten Form. Nicht in der Form, in der 72.000 Zuschauer hier angelockt worden sind. Oder von der 72.000 Zuschauer angelockt wurden. Hoeneß, Foul von Hoeneß an Tormann St. Mihai. War nicht notwendig hier noch zum Schuss anzusetzen. Hoeneß musste merken, dass er hier keine Chance mehr hatte. Noschko für Fekete. Hoeneß kaschiert das Foul ein wenig, indem er selbst liegen bleibt. Noch 3 Minuten zu spielen. Spielstand 1:1 im ersten Semifinalspiel des Meistercups zwischen den Bayern und Újpest. Im Nebstadion. Noschko. Bene, gut gemacht von Bene. Ja, er kämpft bis zur letzten Sekunde. Ferenc Bene. Horvath, Foul an Horvath. Klares Foul von Torstensson. Etwas mehr als 2 Minuten noch zu spielen. Im Augenblick keine Zeit zu einer Zusammenfassung. Dürnberger. Hajani. Gut gemacht jetzt für Noschko. Und noch einmal Újpest. Weiter geht's, deutet der Schiedsrichter an. Bayern hat wieder etwas Luft. Breitner. Die Bayern, die bestimmt die solidere Leistung geboten haben, die den Gegner über weite Strecken im Griff hatten, die typisch im Stile jener Mannschaft spielten, die überlegen ist, die aber diese Überlegenheit nicht auszuspielen braucht, weil es ja erst das erste Spiel ist, die auf kein Risiko eingegangen ist,
die solide gespielt hat, die jenes Resultat erreicht hat, das auch für den Vereinskassier natürlich ein ideales Ergebnis im Augenblick ist. Schuss von Torstensson noch einmal und jetzt hält Tormann St. Mihai 1:1, also eine Minute vor Schluss. Újpest um einen Deut zu filigran gegen die erfahrenen Spieler in der Bayern-Abwehr konnten die Ungarn nicht realisieren. Sie fanden nie eine Gasse, sie hatten nie den Einfall, um die Bayern auszuschalten, um sie zu typieren. Sie haben das Spiel auch nicht beweglich genug anlegen können, zumeist auf engstem Raum. Müller noch eine Chance. St. Mihai, der unsichere Tormann von Újpest, hat jetzt gut gefangen. Jedenfalls mit Bayern München hat sich hier im Nebstadion ein erster Anwärter auf den Europapokalsieg der Meister vorgestellt. Noch eine hektische Szene jetzt zwischen Breitner und Sambo. Die letzte Chance wahrscheinlich für Újpest. Tot. Und knapp verfehlt von Horvath. Von Horvath, er ist einer der dynamischesten Spieler gewesen bei Újpest. Ein Mann, der ein unerhörtes Pensum zurückgelegt hat. Ein Mann, der von hinten immer wieder Angriffe eingeleitet und selbst versucht hat, sie abzuschließen. Jedenfalls ein starker Spieler. Jetzt Fekete! Fekete! Aber auch in der Schlussminute unglücklich und auch etwas unproduktiv, so wie im ganzen Spiel. Und der Schlusspfiff auch schon von Schiedsrichter Gonella. Bayern München erreicht im Nebstadion von Budapest vor 76.000 Zuschauern gegen Újpest Doja ein 1:1, Pausenstand 0:0 und schafft sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel und damit für den Einzug ins Finale, das am 15. Mai in Brüssel stattfindet. Willkommen.